Ich habe jetzt schon einige Nachrichten erhalten, wie man die Saugroboter von Dreamy per Sprache mit Siri steuert, weswegen ich euch in diesem kurzen Video zeigen möchte, wie das funktioniert. Als erstes drücken wir hier unten auf mich. Dann haben wir hier die Sprachsteuerung. Hier gibt es jetzt einmal Amazon Alexa, Google und wir haben Siri. Das wählen wir aus. Dann hier oben auf das Plus. Hier wählen wir jetzt den Saugroboter aus. Das wäre jetzt bei mir zum Beispiel der X40. Dann können wir jetzt hier einstellen, was er tun soll. Einmal die Reinigung beginnen, wir können Pause auswählen, es gibt Aufladen, Reinigungsmodus einstellen und wir haben mein Gerät lokalisieren. Hier fände ich es cool, wenn man auch bestimmte Räume nur aussuchen könnte. Das funktioniert leider noch nicht. Ich wähle jetzt aber aus Reinigung beginnen. Dann nehmen wir einen Text auf, Obergeschoss reinigen und fertig. Und das wäre es eigentlich auch schon gewesen. Das testen wir jetzt mal. Hey, Obergeschoss reinigen. Reinigung starten. Start der Reinigung der Wäsche. Wenn ihr es per Sprache mit Amazon Alexa oder Google Home nutzen wollt, dann funktioniert das Ganze etwas anders. Hier hat man aber dann auch immer eine Anleitung. Ich wähle jetzt mal Google Home aus. Dann hier unten draufdrücken. Dann komme ich zu meiner Google App. Die öffne ich jetzt einfach, da ich sie schon installiert habe. Dann geht man hier unten auf Geräte. Dann drückt man auf das Plus. Funktionen mit Google Home. Hier ist bei mir jetzt schon Dreamy Home installiert. Sollte das nicht sein, könnt ihr es hier unten suchen oder gebt hier einfach oben im Suchfeld Dreamy ein. Und dann folgt ihr einfach den Anweisungen und verbindet es mit eurem Google-Konto. Dann können wir ihn nicht nur per Sprache bedienen, sondern wir können ihn auch direkt in der Google Home App steuern. Ich habe jetzt hier den Dreamy X40. Hier sieht man auch, dass er aktuell läuft. Ich könnte jetzt auch hier einfach die Aufgabe stoppen oder auch wieder starten. Und wenn wir lange drauf drücken, bekommen wir das Bedienfeld in groß. Und wir haben hier oben rechts noch die Einstellungen, wo wir einmal den Namen ändern können oder wir können den Saugroboter einem Raum zuweisen. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem kurzen Video genauer zeigen, wie man die Saugroboter von Dreamy per Sprache steuert. Sollte euch das Video gefallen haben, lasst gerne ein Like da. Abonniert auch kostenlos meinen Kanal, damit ihr auch in Zukunft keine weiteren Videos von mir verpasst. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und dann sehen wir uns bzw. hören uns beim nächsten Video. Macht's gut!